Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir für die Railroad versucht, hier so einen Ort zu erobern, und da mussten wir irgendwelche Geschütztürme und so bauen. Da ich aber nicht genug Materialien hatte, konnten wir halt nicht weitermachen, deswegen bin ich einfach weitergegangen und habe den Slog gefunden, eine kleine Siedlung, der ich jetzt helfen soll und ein paar Supermutanten töten muss. Also ja. Das machen wir jetzt. Gut, sind natürlich schon wieder Mr. Gutsy, Agrestrons oder Agressotrons, wie auch immer die noch heißen. Ich nenne die einfach eiserne Jungfrauen. Und ja, sonst so was alles hier begegnet. Und jetzt kommen die Supermutanten. Wie? Ich habe mich noch gar nicht, ich habe mich vielleicht einen Millimeter bewegt. Wo kommst du her? Echt? Autsch! Alter! Ich habe noch einen Kollegen, ey, der mit mir kommt, ne? Auf den könnte auch mal ein paar Mal losgehen. Weil ich habe euch, glaube ich, gar nicht angeschossen. Der hat, glaube ich, angefangen. Oh, ich hatte so viel Munition mit meiner 10mm Pistole, ne? Weiß nicht, was er machen soll, deswegen geht er wieder zurück. Jetzt kommt er wieder. Schieß mich näher noch. Da ist der Boss. Nicht an, legendärer, nee. Ist der Dingens hier der Dieken? Was? Schlechte Idee, näher zu kommen. Computergesteuerte Gegner treffen mich von überall, ich nicht. Je näher du kommst, desto schlechter für dich. Ja, genauso. Meine Güte. Mein Gott, da sind ja noch mehr. Glaube, ich bin so gut wie tot. Gut zu wissen. Mutant schlechter. Oh, Kollege. Boah, zieht doch das Ganze. Au! Was macht mir so viel Schaden? Du. Aber erstmal stand da auch einer in der Ecke. Ich treffe den nicht. Ja, Kellogg Pistole, tut mir gut, den Dienst zu leisten. Danke, Kellogg. Was du? Alter, warum macht der so viel Schaden? Alter! Gibt's doch nicht. Nörgelt jetzt die ganze Zeit da, ne? Ich treffe den so nicht, ehrlich.
Oh. Er hat nicht mal einen Stern oder irgendwie sowas, ne? Aber trotzdem, da wird so viel Schaden machen. Da wo ich da drinne so. Heftig so nämlich. Boah, ein. Wie viel Schaden hat abzieht? Gibt's doch nicht. Wo ist er? Frustart. Haha. Er hat's gemacht, glaube ich. Noch ein paar Schüsse. So. Lass uns wieder aufstehen. Und schon mit Queenie sagen. Vor allem, die haben noch nicht mal irgendwelche starken Waffen oder so. Die haben einfach nur noch 15 Waffen. Ziehen damit voll viel ab. Das ist einfach das Geilste irgendwie. Dann vielleicht mal aufbereitetes Wasser hier. Irgendwo drauf packen. So. Ja. Und eine Menge Platz, ich kann noch viel mitnehmen. Das sieht so weit von aus wie eine Siedlung. Da kann man bestimmt eine Siedlung bauen. Schau ich doch mal an. Okay. Okay. Mehr gibt's ja nicht, glaube ich. Nö. Gehen wir jetzt zurück. So. Ja, gehen wir zu Fuß. Das war nur so ein kleiner Fußmarsch. Oh. Habe ich wie so eine Quantum Coca-Cola schmecken würde. Quantum Coca-Cola. Oh, Lendenschutz. Okay. Den haben wir noch nicht, den können wir strong geben. Gut, da lang, da lang. Ja, ich sehe das doch schon von hier aus, das Ding. Ich bekomme aber richtig wieder Bock, Skyrim zu zocken. Dem Spiel hier. Aber ich hoffe, die arbeiten schon irgendwie an dem neuesten Elder Scrolls Teil. Der Gute an Bethesda ist, sie tun die Spiele eigentlich schon relativ spät erst ankündigen und dann kommen sie auch ganz schnell raus. Weil ich meine, haben die Skyrim angekündigt, ich glaube irgendwie nur so 3-4 Monate, bevor das Spiel überhaupt rauskam. Und ja, das war schon geil. Platsch, hi. Diese Supermutanten werden euch nicht wieder belästigen. Du warst wohl genau richtig für diesen Job, was? Danke. Übrigens, wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Man weiß, dass ich gegen Minutemen arbeite. Wenn sich die Lage verbessern soll. Okay. Hier ist die Werkstatt hier. Ja, jetzt kann ich ja alles mitnehmen. Boah. Oh, das ist eine Karawane. Wer wirft denn hier einen Molotow-Cocktail auf eine Kuh? Habt ihr irgendwo Probleme? Okay, ich habe meine Blähflieger mit, ne? Dingens. Mit einem Raketenwerfer abgeschossen. Was ist da gerade? Was? Idiot? Warum heißt die Kuh Idiot?
Weil das ist ein Geschmiedeter. Du oder ich? Was denn für welche? Hi. Du, oh Gott. Alter. Au! Mein Schädel. Alter, sollte ich hier vielleicht... Oh Gott. Hätte ich hier vielleicht hinkommen sollen? Ich glaube nicht. Ah! Ah, geh weg, Mann! Ah, Hilfe! Wo bist du nicht? Hat er irgendwie Pyromanten oder was? Warum tut er mit Molotow-Cocktails und also was werfen? Ah! Mein Hintern! Hilfe! Das tötet die! Die tun mich abfackeln, ich finde das nicht nett. Ich bin hinter dem Zauber, was machst du jetzt? Aha! Wow! Hilfe! Nein, Hilfe! Mach den fertig! Alter, hier sind so viele Leute und hier geht immer noch auf mich los. Boah. Pisser. Was mich schon mit der Karawane reden. Wir haben eine Kuh, die heißt Idiot. Warum? Okay, was ist da schon wieder passiert? Was? Doc Weathers, hey. Doc. Hast du irgendein medizinisches Anliegen? Oder wolltest du mich nur ein wenig... Bist du wirklich ein Doktor? Ob ich ein Doktor bin? Ich zeig dir gleich mal mein Diplom von der Schlauberger wie dich Rettenschule. Ich bin eine Institution in dieser Gegend. Also, brauchst du jetzt Hilfe oder was? Ich bräuchte ein paar Vorräte für unterwegs. Ich habe jede Menge Stim. Okay. So, irgendwelche Waffen? Nö. Kauf mal ein paar Sachen von mir. Zum Beispiel den Flammenwerfer, den ich gerade gefunden habe. Boah, 74 nur, ehrlich? Das ist doch nicht schlecht, der Teil. So, später Granate, kann ich mal verkaufen, ich benutze sie gar nicht mehr. Kronkortmegen, allerdings. Wahrnehmung, oder? Damit. So. Also, Zeugs ist weg. So, was ist da für ein Irrenhaus? Ich überhaupt hin? Nee, ne? Doch. Bin ich erstmal mit Leuten hier konfrontiert, die ich gar nicht kenne. So, die Fraktion. Aber die scheinen viel mit Feuer zu tun zu haben. Ich hole mal mein Amulett für gegen Feuerschaden raus. Würde ich sagen, wenn wir Skyrim spielen würden. Tue ich einmal voll viele verschiedene Sachen, die mir Resistenzen geben, mit mir schleppen. Gott, wie ich Bock, das Spiel wieder zu spielen. Ich will den neuesten Elder Scrolls Teil spielen. Elder Scrolls 6, welchen Kontinent hatten wir da noch nicht? Skyrim hatten wir ja. Also von den Nords. Und
Sieht sie jedes Mal anders aus, wenn ich zu der gucke. Kann das sein? Hey. Vierten Teil hatten wir hier von den Imperialen. Den Dunkelelfen hatten wir, glaube ich, schon den Kontinent. Mauerwind, genau. War Sky. Au! Elder Scrolls 3, wenn ich mich nicht irre. 1 und 2 weiß ich nicht. Dann soll ich wieder ausgehen, ne? Danke. War hier eine Falle oder so? Ach da, boah. Achtet man doch nicht. Ja, da wird bestimmt ein Spaß da drinne. Diesen ganzen Pyromanten hier zu kämpfen. Wenn einer von einem Flammenwerfer hat und wir auf engem Raum sind, kriege ich Probleme. Wahrscheinlich werfen die meisten mit Molotov-Cocktails oder sowas. Da kann man hoch, oder? Ja. Nö. Ja, nö. Das ist irgendwie blöd an dem Spiel. Es gibt keine geskripteten Waffen mehr. Du kannst nicht irgendwie zu einem Ort gehen, von dem du weißt, ja, da wird es immer irgendwie die einzigartige, weiß nicht, Magnum oder irgendwie sowas geben. Oder ich gehe dahin, da gibt es irgendwie immer die einzigartige Pistole, den einzigartigen Raketenwerfer oder so. Jetzt kann ja theoretisch alles irgendwie so einen Effekt haben. Wie der rechtmäßige Herrscher von Paladin Dans. So eine könnte ich auch, weiß ich nicht, bei einem legendären Encounter irgendwie bekommen, habe ich so das Gefühl. Nur der hat die halt irgendwie normalen Namen hat. Oh nein! Boah, echt? Ich komme hier direkt rein und da ist schon so einer. Wow, was? Ich habe mehr verbraucht, als mein Balken eigentlich lang war. So sah gerade aus. Ah! Ah! Oh, stylisch. Wir werden anscheinend verfolgt. Den Flammenwerfer nehmen, bevor sich irgendein Gegner ihn schnappt, falls das überhaupt noch geht. Im dritten Teil war es jedenfalls so. Ich habe das hier, glaube ich, noch nicht gesehen. Ah! Kann ich einfach so mit Feuersachen auf engen Raum werfen? Das ist doch wohl irre. Das wird enden wie immer. Ich habe jetzt verstanden, das wird jetzt enden wie immer. Mein Gott. Ja, ich verstehe, es ist halt Pyromanten. Jetzt gut, du müsst jetzt nicht jeder Gelegenheit so ein Ding werfen. Los, werf jetzt so ein Ding. Ah, ich dachte, du triffst damit die Wand. Und warum ist dann das Spiel jetzt abgeschürzt? Ich krieg die Krise. Was zum Teufel? Boah. Ein Dreck. Warum? Warum einfach so abgestürzt? Was soll er hat? Ja, Stärke, ja. Jetzt mal nicht gucken. Habe ich gespeichert, nachdem ich den ersten erledigt habe? Ich glaube nicht, ne? Boah, jetzt kann ich den nochmal abschießen. Ich glaube, wenn ich auch Level 39 erreicht habe, werde ich die Aufnahmesession sein lassen. Also wird das entweder, ne, in dem Part nicht mehr. Aber im nächsten oder übernächsten Part werde ich wahrscheinlich damit 39 erreichen. Dann werde ich ausgehen, erstmal schön meine Waffen aufballern. Und meine Rüstungen. Will ich mal gucken. Rüstung? Ne, Rüstung kann ich glaube ich schon. Ne, Rüstung kann ich nicht. Weiß ich nicht. Nahkampfwaffen kann ich alles bis jetzt schon.
Okay, dann bleiben noch Rüstungen. Von dem ich eigentlich schon die ganzen höchsten Sachen herstellen kann. Und ja, keine Ahnung, bleibt nur noch Waffen. Dann soll ich vielleicht Wissenschaft hochleveln, ne? Sehe ich ja, wenn ich Level 39 erreicht habe. So, ich bin wieder hier und ich habe den schon erledigt. Sehr gut. Sehr gut. Ah, die gute alte Tradition des Plünderns. Ah, ich habe so das Gefühl, ich werde hier sehr viel Brennstoff bekommen. Ja, sowas gibt's also. Wir werden weiter und weiter und weiter. Oh Mann. Ja, viel Brennstoff. Wo sind ja noch welche? Hast Angst, was? Solltest du auch haben. Nichts mehr zu sehen von ihnen. Hey. Falsch gedacht, komm. Weil sie, die sehen mich. Sagen so Sachen wie, hey, du kommst mir nicht. Eine Sekunde später, oh, scheine ich mir nur eingebildet zu haben. Oh. Der Trick besteht darin, nicht zu sterben. Ah. Weisen Worte von Deacon. Forst, verdammt. Jacket, verdammt. Snailed. Nailed. Achso. War ein Dollarzeichen davor. Kein S. Filthy. Oh. Kills. Skills, mein Gott. Nevada. Thanks. Manage. Gottverdammter. Symbol. Boah. Das nicht. Symbol. Das hier. Boah. Boah, das gibt's doch nicht. Kaputt. Was? Target. Das aber ey, immer nur 0 oder 1 gibt's doch einfach nicht. Person within geschafft. Modern. Danke. Oh mein Gott. Los, wenn du dich traust. Hi. Na? Oh, die hat gefallen, die. Oh, sehr gut. Okay. Ich bin's. Du bist sowas vom Tod. Da bist du. Hey, nicht so aggressiv, okay. Du warst doch gerade hier, wo bist du? Da. Da bist du ja, ich weiß. Einer. Du hast wieder Pyro aus Team Fortress 2. Jetzt habe ich irgendwann aufgenommen, ich würde mich eigentlich heilen. Komm irgendwie nicht klar, ich weiß nicht, wo ich bin, wo ich war, wo nicht, wo ich hingehen werde. Ja, wo sie einen hast du die erledigt? Gut, gut gemacht, Deacon. Stolz auf dich. So, ich muss auch noch die Spule finden. Ich gehe immer rein und vergesse eigentlich, was ich mal hier machen soll. Dann fällt mir ein, ah ja. 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 So, da lang. Was bist du denn? Caution. Do not open during operation. Ja. Verdammter Dreck. Fast. Verdammt, nein. News. Nein. Hier, ja, das muss jetzt sein. Drin. So, Feuerwehr, machen wir mal.
Los! Ja, okay, ist gut. Geh auf die Leute los, verdammt. Ich kämpfe mit Feuer. Weiß schon, du bist Feuerwehrmann. Du bist ein Feuerwehrmann. Feuerwehrmann. Wie ist der kleine Dach nochmal? Grisou. Oh, hallo. Wer hat die aktiviert? Was ist denn hier los? Wer ballert denn hier? Alter, hier geht irgendwo der Action und ich weiß nicht wo. Na, gehen wir mal weiter. Warum muss ich hier nicht rein? Hä? Ich muss nach oben wahrscheinlich irgendwo, ne? Irgendwo ein Ausgang sein und hier ist auch noch was. Und dann habe ich gesehen jetzt. Oh, Lasergewehr. Lasergewehr, kein Feuer. Was ist mit euch los? Das wär's. Okay. Langsam aber sicher nehmen wir uns Level 39. Ja, da. Oh. Hier, noch ein Hörer. Leute! Boah. Ach, knapp zurück, klingt das nicht tiefer. So, nochmal. Wahrscheinlich werde ich den Part sowieso beenden gleich. So, ich bin verwirrt. Warum hockst du hier am Boden? Boah, ey. Wie viel AP hat er noch? Guck dir das an. Wuff. So macht man das. Versager. Gerade habe ich dich nur gelobt. Eine Powerrüstung. Station. Eine Powerstation. Commonwealth. Okay. Warum kann ich hier und daraus? Ja, was sich in dieser Tür verbirgt, sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage tschüss. Bis zur nächsten Folge.